Der Film besteht aus drei Teilen. Der erste Teil ist ein Farbfilm in 23 Minuten mit einer Geschichte. Die Geschichte, ein Mädchen aus Philadelphia folgt einer Einladung nach Südfrankreich. Sie verbringt den Sommer auf einem Chateau dort. Das Chateau ist sehr symmetrisch angelegt. Sie hat ihr Schlafzimmer im Südflügel dieses Gebäudes. Die Hausherren entscheiden sich, übers Wochenende wegzufahren. Sie aber bleibt dort und nimmt einen Schwan aus dem Teich, den sie also vorher schon lange beobachtet hat, und nimmt diesen Schwan mit in ihr Schlafzimmer. Das Schlafzimmer ist sechseckig und hat Spiegel an den Wänden und an der Decke. Und man sieht nach einer turbulenten Szene, sieht man also zerbrochene Spiegelglas sowie Daunen des Schwanes auf dem Fußboden verstreut. Dieser erste Teil endet dadurch, dass das Mädchen durch eine Allee die Hausherren bei ihrer Rückkehr begrüßt. Mein wichtigstes Anliegen in diesem ersten Teil ist die Qualität der Farbe. Und zwar möchte ich es die Farbe so haben wie die amerikanischen Zigarettenreklame für Pfefferminz-Zigaretten, Menthol-Zigaretten. Ich glaube, dass das also nur für mich möglich ist, wenn ich also sehr gute technische Hilfe von kommerziellen Filmleuten bekomme. Der zweite Teil ist ein Film, 20 Minuten lang über Schwarz-Weiß, über Affen, mehr dokumentarischer Film, er könnte auch 18 Minuten lang sein. Und der dritte Teil dieses Filmes ist etwa auch 20 Minuten über Nilpferde. Ich habe also im Sudan, wie ich zur See gefahren bin, Nilpferde in einem braunen, muttigen, schokoladenfarbenen Wasser gesehen. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und ich habe mich also entschieden, auch dort diese Qualität der schokoladenfarbenen Soße und zu übermitteln und ebenso